Diese leidenden, schmerzverzerrten, geheugigen Gesichter sind nur Figuren in deinem Traum. Vielleicht auch du selber, wenn du an dich selbst denkst, dass du leidest. Wenn du in Filmen nochmal anschaust, wenn eine ausrasten, hinschmeißen, irgendwie was runterschmeißen. Ich sage immer, mein Marion setzt immer so, was bringt jetzt? Das ist das, was danach wieder aufräumen, wenn er die Wohnung zerlegt. Ja, was bringt das, wenn man es ausdenkt? Das ist doch gar, das ist ein vollkommenes Unbeherrschtsein, ein wildes Tier. Es sind Tiere, es sind einfach unbeherrschte wilde Tiere. Politiker, Bundestagsdebatten. Wenn du jetzt im Fernsehen die Talkshow siehst, diese Diskussionskultur, wenn sie sich gegenseitig anschreien und jeder will den anders überschreien, dann hast du wieder einen, der sich zurückhält, wo du aber innerlich merkst, der ist jetzt erheugelt in einem gewissen Maß Besonnenheit, aber wartet sofort, dass er zurückschießen kann. Das ist so hochinteressant, das zu beobachten. Es bleiben Charaktere in deinem Traum und es bleiben einseitige Rechthaber. Aber was viel wichtiger ist, du musst den Beobachter, der du zu sein glaubst, dieses dein blaues Ich beobachten, wie es darauf reagiert. Und ich sage immer wieder, dir muss bewusst werden, wenn irgendwelche Diskussionen in dir auftauchen, mit verschiedenen Parteien, beobachte, ob du noch bei einer Partei Beifall klatscht, wenn einer spricht, ob du bei einem Sprecher den Eindruck hast, der hat recht, und der dagegen wäre, dass du sagst, dass du den Eindruck hast, der hat nicht recht. Solange du dieses Gefühl noch hast, bist du noch nicht mittig. Das ist ein Beispiel. Wenn du wirklich, wir machen nochmal tausende Mal die Tasse, die diskutieren, nein, der eine sagt, der Henkel ist rechts, der andere sagt, der Henkel ist links. Wenn wir hier wirklich die Tasse als Mittelpunkt nehmen, hast du nicht das Gefühl, dass einer mehr Recht hat wie der andere. Und wenn du, egal um was diskutiert wird, das als ein Chat in der Mitte siehst, mit verschiedenen Perspektiven, über die diskutiert wird, und du hast beim Zuhören noch den Eindruck, dass einer, der eine Perspektive beschreibt, richtiger liegt, wie der das Gegenteil intronisieren will, hast du das Chat, die Tasse selber noch nicht verstanden. Das heißt, in einem gewissen Maß wirst du vollkommen apathisch. Nicht mehr leidend, teilnahmsloser Zuschauer, der hier nicht mehr reagiert, sondern versteht. Solange du noch mit neuen Gedanken reagierst, bist du nicht in der reinen Beobachtung. Das ist dieses innere Sein, das dir bewusst wird, dass du die ganzen Facetten bist, dass du letztendlich selbst die Tasse bist. Weil nochmal, was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Egal, was du jetzt denkst, es ist hier und es ist jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt wieder sage, meine Neandertaler in der Steinzeit, die sind nicht vor so und so viel 100.000 Jahre gewesen, die sind jetzt. Die werden jetzt gedacht, in die Vergangenheit gedacht. Das sind sie aber nicht, die sind hier und jetzt. Unser Känguru in Australien ist auch hier. Selbst der Bedelgeuze im Standzeichen Orion. Hast du dir übrigens das einmal, Diana, ja, zu deinem Bedelgeuze, sie äußert sich ja über Seiden, über den Orion, hast du dir das einmal in Größenordnungen angeschaut? Da habe ich einmal ein Beispiel gebracht. Pass auf, jetzt greife ich natürlich wieder auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse zurück, obwohl wir hier hochschauen und sehen da nur Punkte. Orion-Sternzeichen ist grob bekannt. Wir haben also hier dieses schräge Viereck, die vier Äußeren und die drei, wo man so als Pyramiden sieht in der Mitte und der links oben. Das ist der Bedelgeuze. Und das sind jetzt erst einmal Punkte, die sind relativ gleich hell. Das sind ja Sterne. Das heißt, das sind Sonnen. Und jetzt pass auf, wenn du jetzt in die klassische Kosmologie gehst, was ja Kosmosordnung, ich meine jetzt Astrologie, Entschuldigung, Astronomie, die ausgestreuten Namen, ich muss das ja mal machen. Wenn jetzt das bildlich dargestellt wird, werden ja oft Planeten in Größenverhältnissen dargestellt. Dass du mal weißt, wir haben unsere Erde, der Mond ist im Vergleich dazu um so viel kleiner, wenn wir den drauflegen. Die Sonne ist so viel größer in einem 1:1-Verhältnis. Und jetzt pass auf, wenn du jetzt in ein Astronomiebuch gehst und du schaust dir mal gezielt, wir gehen mit dem Wissen in Büchereien über Sterne an, wie groß sind eigentlich Sterne? Okay? Dann musst du das folgendermaßen sehen, dass wenn du jetzt unsere Sonne magst, von Größenmaß und du legst die Erde daneben, ist die Erde ja ziemlich klein. Im selben Maßstab. So und so viel Erddurchmesser. Und jetzt machen wir verschiedene Sonnen. Und pass auf, das sieht jetzt also so aus, wenn du den Bedelgeuze nimmst, ich tue jetzt grob, machen wir uns nicht fest auf Plus, Minus, und du stellst dir jetzt vor, der Bedelgeuze ist ungefähr, von der Größe her, hat er einen Durchmesser, ich schätze jetzt einmal grob, von 50 cm.
Denk dir mal jetzt einen Kreis von 50 cm. Dann musst du daneben mit einem Kugelschreiber einen Punkt machen in 1:1-Verhältnis. Ist dieser Betelgeuse der linke obere Stern in Orion um so viel größer? Der Punkt dagegen ist unsere Sonne, unsere Sonnensystem. Also kannst du nachlesen, überprüfe es gern. Und wie gesagt, ich sage jetzt, ob ich 50 oder jetzt 30 cm von der Krümmung mache. Ich habe bloß die Krümmung ungefähr, da wollen wir uns nicht festlegen. Aber es ist wirklich, wenn man, sagen wir, einen großen Teller, irgendeinen Unterteller, wenn du nimmst, wenn das hier der Betelgeuse ist und ich mache mit einem Punkt mit einem Kugelschreiber daneben, das ist das 1:1 Größenverhältnis, was die Naturwissenschaft dir lehrt, wie groß dieser linke obere Stern ist. Das ist ein Nichts, ein absolutes Nichts unserer Sonne, obwohl unsere Sonne im Vergleich jetzt zur Erde schon wieder dasselbe machen. Wir können hier übrigens, gibt es in Georgensgmünd einen Planetenweg, wir haben ein schöner Spaziergang, das Georgensgmünd, das ist 1:1, ist hier aufgebaut, Größenverhältnis nach naturwissenschaftlicher Vorstellung unser Sonnensystem. Und der beginnt in Röttenbach und endet in Spalt. Und da ist jetzt, hier haben sie aufgebaut in Röttenbach, zuerst einmal die Sonne, das ist so eine Kugel. Das ist dann mit Beschreibung, Durchmesser, Gewicht, Massen, alles, was in Physikbüchern drin steht. Und dann kannst du hier laufen, da kommt als nächstes, wenn das jetzt die Sonne ist, im Originalverhältnis 1:1, dass du kriegst, wie weit die Planeten eigentlich weg sind, dann läufst du diesen Weg und dann kommt hier der erste Planet, der Merkur, das ist dann hier ein Punkt, so ein kleiner Punkt, dann kommt die Venus, dann kommt die Erde, das ist natürlich hier, die Sonne steht, thront ganz vorne, wenn du dann bei der Erde bist und das sind die inneren Planeten und dann, ich schätze jetzt einmal grob, muss ich jetzt aus dem Bau raus, kannst du in den Büchern nachlesen, es ist dann ungefähr vielleicht 800 Meter, knapp ein Kilometer, dann siehst du dann irgendwann nochmal, was wieder größer ist, der Jupiter. Das ist dann also schon ganz, wo ich gemerkt, hier die Sonne ist ja so und dann einen Kilometer weiter kommt der Jupiter. Und die äußeren Planeten, dann wird es richtig heftig, weil hier bis wir zum Pluto kommen, der ist dann in Spalt ungefähr. Das sind 10 Kilometer, was dann weg ist. Und wenn du dann siehst, wie groß die sind, so, und die Sonne ist dann ewig weit weg, dass du ein Gefühl von Größenordnungen kriegst. Und die wird gerade jetzt bei Sonnen, wenn du gehst, die Abstände, ist ja alles flach, ist ja plan. Plane. Es ist ja plan, dass das, was du siehst an Sternbildern, dass das dann dreidimensional, sagen wir mal von der Seite gesehen, wieder ganz anders ausschaut. Oder was wir beim Haramain ja schon haben, dass schon die Illusion, dass wir hier in der Mitte was haben, wo sich was rumkreist, dass das ja eigentlich gar nicht stimmt, weil wir davon ausgehen, dass die Sonnen sich auch bewegen. Und dann ist ja, machen die ja gar keinen Kreis, sondern dann wird es ja Spirale, das habt ihr schon gesehen. Es bricht alles auseinander, sobald du eine Dimension dazu nimmst. Aber was ich jetzt sage, tiefer symbolischer Sinn, aber es sind Gedanken, die nur Sinn, wenn du sie denkst. Das kippt, die Holofeeling-Wende lässt alles umkippen. Da ist Wissen in dir drin und du machst Vorstellungen in deinem Kopfkino. Du denkst dir das aus. Wenn du das einmal durchschaut hast, wie oft hast du was mit einem Führerscheinprüfungsbogen zu tun, wenn du kein Fahrschullehrer bist als Beruf? Nur in dem Moment, wo du den Führerschein machst, wenn du die Prüfung bestanden hast, ist es komplett vom Tisch. Und dein jetziger Traum ist schlichtweg ein Führerscheinprüfungsbogentraum mit dieser materiellen Welt, mit diesem Betriebssystem. Und im nächsten Leben, im nächsten Buch gehen wir in die Folgen. Das ist ein göttliches Versprechen. Da aus der Matrix raus, neues System. Ist ja auch seltsam, dass der Mond und die Sonne, die ja so unterschiedlich weit entfernt sind, man denkt, ja, dass die mir gleich groß sind. Nein, das, pass auf, das ist jetzt Zufall. Das ist ja, das habe ich ja erklärt, da muss ich jetzt gar nicht, du weißt mein Ding, wo ich sage, wenn du den Erdmesser nimmst und wir machen ein Quadrat und wir legen dann den Mond dran, du kennst das Prinzip, die Zahlen, und dass jetzt der Mond exakt rein maßstabstechnisch durch die Entfernung sich das ausgleicht, die Sonnenfinsternis ist, dass der gleich groß ist, das ist Zufall. Und dass natürlich jetzt unsere Zahlen, die Geburt, diese berühmte, diese Ecke oben, die 9 Monate, bla bla bla, dass das alles, auch hier die Erdmassen, die Gravitationen, dass es genau diese Werte sind, ist alles Zufall. Dass du plötzlich merkst, dass diese korrekte Naturwissenschaft, dass die letztendlich nur Zufälligkeiten hat, weil sie nicht ums Verrecken von ihrem klassischen materialistischen Erklärungsbild loslassen wollen. Und das allergrößte ist das Problem, dass ja die Relativitätstheorie, die als bewiesen gilt,
Und die Quantenmechanik jetzt in der Kernstruktur, die jetzt bewiesen wird, Mikro- und Makrokosmos, dass die nicht, die arbeiten ja an der Weltformel, weil man das nicht vereinigen kann. Oberflächlich hier Sonne, Planeten drumherum, Proton, Elektronen drumherum, das ist ja schon optisch irgendwie gleich, aber die bringen das mit ihren Formeln nicht unter einem Hut und du merkst dann, dass da eh schon so viele Lügen verbreitet worden sind. Das geht schon bei der Infinitesimalrechnung los. Das ist auch, ich spreche das immer an und ich merke dann immer Fragezeichen, dass der normale Hörer das hört. Der Mathematikstudierer, der meint, er hat es verstanden. Sagen wir das Xenon-Beispiel, das ist doch alles, das Xenon-Problem ist doch schon längst geklärt. Er merkt gar nicht, dass die Erklärungen, die man ihm an der Schule eingetrichtert hat, die ihm logisch erscheinen, dass die eigentlich Lügen sind. Das ist, wenn du mit einem Banker über das Zinssystem redest und du verlangst von dem, dass er das erkennt, dass das ein Fehler ist, er wird seine ganze Lebensgrundlage, sein ganzes von seinem Charakter zerstören und dann kommt ihm dieses Ja, aber. Wenn ich sage, beschäftige dich mit Fabian und die 5%, da sind so viele, die sagen, ja, wenn man das oberflächlich ohne Wissen, wenn man da tiefer geht, wird man feststellen, dass da so viele Fehler drin sind. Nein, das Grund, das reine Grundprinzip des Verstehens, das ist richtig. Das heißt, es ist eine Wertschöpfung aus dem Nichts. Ich sage, die Welt wird aus dem Nichts kreiert, aber diese Vielfalt ist mit materialistischem Denken nicht zu fassen und das Problem liegt wirklich wo ganz woanders. Das ist in dem Moment, wo du anfängst, mit Geld Geld zu verdienen. Das ist der Kapitalismus. Das ist ein todbringendes Verbrechen, weil das eine Vielheit macht. Und die geheuchelte Gerechtigkeit des Wohlstandes. Es ist immer ein reines Diktat, weil der kleine Depp, sag ich jetzt einmal, der bei allen Büchern sagt, da habe ich ja keine Ahnung, das begreife ich ja nicht, ob das Holofeeling ist oder Mathematikbuch ist oder Physikbuch ist, dass genau der ist die absolute Masse der Wählerstimmung, die eigentlich wissen, dass sie davon keine Ahnung haben, da kommen, aber die dürfen überall mitreden und jetzt in Bezug auf die Einzelperson, dass die, die am allerwenigsten Ahnung haben, am meisten den Mund aufreißen und über die Welt und über die Politik und über alles, was sie nicht verstehen, kritisieren. Das heißt, prinzipiell, wenn irgendjemand in dir auftaucht, der jetzt in negativer Form sich über irgendeine andere Meinung äußert, hat er nur sein eigenes Spiegelbild vor sich, seine eigene Dummheit. Auch hier sage ich wieder, ich kritisiere jetzt nicht die, die andere kritisieren, sondern ich denke mir die ganz bewusst aus, um euch was darzustellen. Und ich sage dir, auch die sind wichtig, dass du es erkennst. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Von der Vollkommenheit aus gesehen, von der rot geschriebenen Liebe, die nichts mit der blauen Liebe, mit Schmalz, mit Einseitigkeit zu tun hat, ist die Welt perfekt. Sie entspringt aus der heiligen Energie, die lebendig wird, indem sie sich selber kaputt macht. Im eigenen Beroshit. Ohne das, was kaputt geht. Die Frage ist, wenn ich mir einen Film anschaue, geht dann die Datei kaputt? Die facettenweise im Hier und Jetzt, diese Facetten, die Perspektiven, die aufgeworfen werden aus der Datei. Und ich habe schon gesagt, wir können eine ganz grobe Metapher machen, dass du dir jetzt eine Kugel denkst und die Dalme in kleine Bildchen an der Oberfläche ein. Das heißt, wir machen einfach kleine Facetten auf die Oberfläche dieser Kugel und du denkst jetzt, jedes dieser Bildchen ist ein Einzelbild aus einem Film. Dann ist diese Kugel entspricht der Datei. Und du hast einen ganz engen Blickwinkel, wenn du das von außen anschaust und du drehst jetzt die Kugel vor dir, dann ändert zuck, 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 zuck die Einzelbilder, die aber auf die Kugel bezogen, die Kugel deswegen ja nicht verändern. Und genau nichts anderes machst du, du drehst dich um dich herum. Das heißt, wenn du dir einen Kegel ausdenkst und du gehst jetzt um den Kegel herum oder du machst Schattenwürfe, dann musst du wissen, dass schon das Ausgedachte, das Zentrum, das du dir denkst, das du dir von verschiedenen Seiten anschaust, eigentlich gar nicht das Zentrum ist, weil das stellst du ja schon von dir hin. Das ist das, das sind die Facetten, du wirst jetzt so ein Geist des Funken, der eigentlich schon eine Facette von dem ursprünglichen Licht ist. Und das erfordert geistige Beweglichkeit. Und das ist immer wieder das Spiel, das du mit dir selber spielst. Irgendwann nochmal dir die Frage stellen, was ist eigentlich die Wirklichkeit? Ist das, was ich bisher vollkommen logisch mir ausgedacht habe, die Wirklichkeit, kann das überhaupt stimmen? Und auch hier mangelt es nicht an Beispielen. Es ist immer wieder der Glaube, dass es unabhängig von dir Gescheitere gibt, die mehr wissen wie du. Ich sage, der Einzige, der mehr weiß, das bist du selbst auf einer höheren Bewusstseinsebene. Und was Ausgedachtes hat kein Bewusstsein, weil Bewusstsein heißt, dass mir etwas, mir wird etwas bewusst
Und ein Bewusstsein, das ich mir jetzt ausdenke, ist schon wieder was Ausgedachtes, ein Objekt und kein Subjekt. Und Geist wird es irgendwann einmal verstehen. Und da geht es nicht darum, dass du dein Leben verändern musst, das läuft sowieso in dir ab, sondern dass du auf die höhere Ebene kommst. Und die ist komischerweise nicht intellektuelles Wissen, sondern Liebe. Kindliche Neugier. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht betreten. Aber Meister, wir können doch nicht wieder zurück in den Leib unserer Mutter. Ich sage, nee, stimmt, ihr seid noch mittendrin, wenn man das symbolisch nimmt. Solange du glaubst, du wurdest aus Fleisch, aus Wasser und Geist, Entschuldigung, solange du glaubst, du wurdest aus einer Frau geboren, deutsche Übersetzung, lebst du in einer Welt ständiger, das hast du Geist, der du dich jetzt mit einem Trockennasenaffen verwechselst. Wenn du begreifst, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entspringst. Jetzt ist Wasser ist Geist. Und dass du das jetzt hier angesprochen wird, ist eine Gedankenwelle. Das ist schon Holofeeling. Und jetzt kommen wir zu dem Ei und die Henne. Schon die Frage, was war vorher übrig, wenn du weißt, es gibt bloß jetzt. Es gibt das Rote jetzt, wo alles gleichzeitig ist, aber ohne Unterschied. Und dieses Blaue jetzt, der Moment, der auftaucht als Welle, der untrennbar verbunden ist mit dem mit der Energie, mit dem Meer, von dem, was immer ist. Und schon die vielen Kleinigkeiten, ich erzähle dir jetzt etwas, Dinge, die wir uns ausdenken, die Vorstellungen, all das in der Verbindung. Wenn du ein bisschen an Geist hast, was du meinst, so viel Zufälle, kann es doch gar nicht geben. Wie oft habe ich wiederholt, solange du dir noch geschwätzig einreden lässt, dass die menschliche Sprache sich rein zufällig aus unartikulierten Dierlauten entwickelt hat und du stehst einmal Holofeeling, zahlentechnisch, lauttechnisch über alle Sprachen, wie das zusammenhängt, liest das neue Buch von der Diana. Und du meinst dann immer noch, das ist Zufall. Evolution, Exvolutio, das Herausrollen, alles ist rein zufällig. Genau das, die Worte, die mit einer streng bewiesenen Wissenschaft arbeiten, es ist absoluter Dogmatismus. Die Naturwissenschaften ist tausendmal dogmatischer wie jede Religion. Es ist so. Und die haben ihren Gott Geld. Und der Gott wird noch viel mehr angebetet in der Welt. Das ist den Gott Geld, den beten alle Katholiken an in ihren Kirchen mit ihren Banken. Und wenn es der kleine Pfarrer ist, der rumbettelt, dass er Geld kriegt, dass er sein Kirchendach reparieren kann. Weil ohne Geld geht nichts, ohne Gott geht überhaupt nichts. Ob man das schmeckt oder ob man das nicht schmeckt, es erfordert eine gewisse Demut, dass du das irgendwann nochmal akzeptierst, sonst bist du ein Verlierer. Es ist so. Und jetzt kommen wir zum Ei und zu der Henne und jetzt machen wir das Holofeeling-Sprachsystem. Ihr wisst es, geh mal davon aus, die Dagi weiß es nicht. Wenn wir das Ei haben, wir schreiben im Deutschen hin, was ist zuerst da, das Ei oder die Henne. Es gibt kein Vorher. Du kannst dir jetzt ein Ei denken und dann kannst du dann Geisterhenne denken. Das, was hier gleich ist, ist der Geist, der diese Formen wechselt, je nachdem, ob du das denkst oder das denkst. Du kannst dir ein Ei denken, das zerspringt und ein Küken rauskommt, aber dieses gelbe Küken ist noch keine Henne. Da sagst du, ja, das wird ja erst in so und so vielen Jahren so eine Henne. Aber jetzt spannst du schon wieder ein Zeitfenster auf und dann denkst du dir jetzt das Küken und jetzt die Henne, weil was du dir denkst, denkst du dir jetzt. Irgendwas ist in dir drin, das sagt, das war in der Vergangenheit das und in der Zukunft ist es das. Jetzt gedacht. Vergangenheit ist in Gedanken genauso wie Zukunft, der nur jetzt gedacht werden kann. Darüber müssen wir nicht diskutieren, das musst du loslassen. Jetzt haben wir AI, sagst du mal, wir haben zwei Laute, Ei. Interessant ist, was du im Deutschen schon merkst, dass du ja Ei sagst, aber du schreibst AI, Ei, und du schreibst aber E hin, EI. Das ist jetzt, da merkst du schon, dass das vielfältig wird und ohne jetzt für die Dagi, ihr wisst es, das wiederhole ich nicht, wir können auch für das A, können wir zuerst einmal hier zwei Hauptbuchstaben setzen, das Aleph und das Ayin. Das sind lautlose Buchstaben, habe ich schon gesagt. Wir können praktisch 1, 10 schreiben, I ist 10. Wir können 70, 10 schreiben, weil das dann auch I ausgesprochen wird von einem Juden. Kann man so, kann man beides machen. Rein streng, theoretisch können wir sogar II schreiben, weil nämlich E auch I ist. Denk an Bet. Wenn wir das 1-10 schreiben, rot gewesen, Schöpfergott, das ist die Frage, was war zuerst da, der Schöpfergott? Das heißt auch nichts, der Schöpfergott ist nichts Denkbares, haben wir oft gesagt, oder EI, das Ei, dann heißt es ein Trümmerhaufen. Wir bleiben ja mal bei dem Ei, bei dem Schöpfergott, bei dem Nichts. Und die Henne als Gegensatz dazu, schöner deutscher Name dafür ist ja Huhn.
Huhn ist H-U-H. U ist W, H-W-H. Und der Ei, der nicht seine Schöpfergott, ist I alleine gesehen, ist J-H-W-H. Ja, die sind doch beide gleichzeitig da. Ich kann doch nicht behaupten, dass das J, das I, der Schöpfergott von den J-H-W-H ist. Was war jetzt vorher da? Er oder sein H-W-H? Wobei übrigens H-W-H vom Huhn haben wir. Die Henne ist auch interessant, weil das ist ja H-N. Und jetzt rein die Grundradix HN. Wenn du in Wörterbüchern nachschaust, Hebräisch heißt es siehe da. Das, was du anschaust. Ich sage, was war jetzt zuerst da? Der Schöpfergott oder das, was er sich anschaut? Was ist zuerst da? Der Denker oder der Gedanke? Fakt ist, sobald du was denkst, ist im selben Moment, wo du es denkst, der Gedanke da, den du denkst. Und hoffe es vorher und nachher gibt es nicht, bitte? Und hoffe es noch unglücken Gegenwart. Jetzt merkst du, dass die Worte dir das erklären, wenn man die Vatersprache versteht und nicht nur dieses Beispiel. Alle großen Welträtsel, wo die Menschheit, die wir uns jetzt ausdenken, noch dran knappert, am Ende des letzten Jahrtausends oder auch viele noch jetzt am Anfang des schon neuen Jahrtausends, dass die sich von selbst erklären, wenn du die Worte mit der Vatersprache entschlüsselst. Ich habe die Bedienungsanleitung wie bei der Magie-Tütensuppe eigentlich schon mit reingepackt. Du musst bloß den Schlüssel dazu wissen. Und das werden jetzt die Wunder. Und die bauen sich auf, wenn man die Ohrenbohrungen studiert. Das jedes ist einfach so. Und das kann jeder. Da ist nicht, wenn ich sage Intellekt. Es geht nicht um Intellekt, es geht um Geist. Und Geist äußert sich zuerst einmal in einer gotteskindlichen Neugier. Und dann entblößt sich die Dogmen von den ganzen Philosophen, wo ich viele, viele Beispiele gebracht habe, wenn du dich da reinsteigerst. Und das sind ja nur, sobald ich mich für einen Philosophen, den ich mir ausdenke, ich erschaffe den ja durch mein Denken. Wenn ich mich genauer interessiere, gehe ich in meine geistige Affige und dann hole ich mir jetzt Biografien irgendetwas aus. Und da habe ich so oft darauf hingewiesen, es schadet nicht, sich von berühmten Menschen Biografien zu lesen und das zu vergleichen mit den Lehren, die in den klassischen Lehrbüchern drinstehen. Und du wirst auf so einen eklatanten Widerspruch treffen zwischen dem gelebten Leben und dem, was dann die Biografie aussagt, dass du immer mehr erkennst, dass das, was die eigentlich weltberühmt gemacht hat, ich rede mal jetzt in normalen Worten, dass offensichtlich sie die einzigen waren, die das nicht verstanden haben, in Angesicht dessen, was angeblich ihr Leben war. Ich ziehe mir gerne den Bobber zum Beispiel raus, den Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, dasselbe in grün, Lehre perfekt. Aber das eigentliche Leben voller Psychosen, voller Ängste, wenn du Biografien liest, ich kritisiere ja keinen Charakter, den ich mir jetzt bewusst ausdenke. Oder allen voran Bobber, Sir Bobber geadelt, Falsifizierungstheorien. Alles in Frage stellen, alles musst du in Frage stellen. Dafür hat er einen Nobelpreis gekriegt. Das Einzige, was du nicht in Frage stellen darfst, ist seine eigene Lehre. Und was natürlich dann immer ist, wenn dir das lesen tut, dass hier auch in dieser Sprache seiner Philosophie eklatante Fehler sind. Das beginnt bei der Definition des Wortes Realität. Als Materialist, wenn du in einem materialistischen Umfeld aufwächst, ist für dich Realität eine Welt, eine materielle Welt, die unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst. Aber jetzt ist das Verrückte, dass das Wort Realität es eigentlich zuerst einmal gar nicht heißt. Aber was noch viel wichtiger ist, dass das zwangsläufig sich als ein blinder Glaube entlarvt, weil wenn ich was nicht denke, ist es ja nicht. Und zu glauben, dass ich etwas, was ich nicht denken kann, trotzdem da ist und glaube, das ist hundertprozentig sicher bewiesen, da mache ich mir selber was vor. Das muss man akzeptieren. Und wenn du jetzt wirklich, was Holofeeling passiert, ich sage dir, Holofeeling sollst du in Frage stellen, aber natürlich ist es wichtig, dass du die Ganzheitlichkeit erkannt hast. Es gibt viele, die sagen, Holofeeling ist scheiße, aber nicht, die haben ja Holofeeling nicht verstanden. Du musst eigentlich zuerst einmal das Beispiel verstanden haben, wo ich sage, wenn du weißt, was die Dasse ist und was die Perspektiven von der Dasse ist. Und ich sage dir jetzt, du hast oft den Eindruck, dass Holofeeling nicht stimmt. Ich kriege immer wieder ja, aber. Oder wie unser Daniela, bloß, bloß, dieses Nicht-Einverstanden-Sein. Die habe ich übrigens auch schockiert. Bei unserem letzten Gespräch habe ich gesagt, vor 14 Tagen, da gibt es Fernseh Fox Stimme, die Stimme Gottes, Fox. Hast du es am Rande mitgekriegt? Du musst reinschauen, wenn du das anschauen kannst. Es sieht jetzt schon rum. Da gibt es ja so Serien, das heißt Mein himmlisches Hotel. Wo hier, hast du da mal reingeschaut? Ja, ja. Hast du, hat es gestimmt? Ja, aber auf den Punkt,
Kannst dich Daniela noch erinnern? Und er soll pass auf, abgesehen davon, du bist heute Abend im Fernsehen. Und dann sagt sie, wieso bin ich im Fernsehen? Also, und dann schaust du einfach, da ist das himmlische Hotel auf Fox, die Stimme Gottes. So, da bist du. Wieso? Na, so, ich schaue einfach mal nach. Heuch, ein totaler Klon, das sind halt so Hotels, die gegenseitig sich besuchen und dann hier sich selber bewerten, so wie halt Küchen und so. Und da ist eine, das wirklich, wenn du es nicht weißt, du sagst, das ist die Daniela. Vom Aussehen, wie sie da mit ihrer Brille, voll der absolute Klon, wenn du halt so hier nicht ganz pingelig bist. Das ist wirklich 1:1 wie ein Zwillingsklon. Also Zwillinge sind oft unterschiedlicher wie die im Fernsehen mit der Daniela. Stimmt oder stimmt? Was soll mir das jetzt sagen? Wie hast du das gemeint? Hat sie mich dann angerufen. Na, sag ich, ich hab gemeint, bei dem Wettbewerb war sie die Letzte. Oh je. So, solche Zufälle, ne? Aber es bleiben Gedanken. Es ist immer wieder so Sachen. Werden die ersten sein, darf man nicht unterschätzen. Das hat ja alles einen Grund. Die Figuren. Und irgendwann wirst du mal auf die Ebene kommen, dass du ganz einfach checkst, dass es letztendlich nur um den Geist geht, der sich das jetzt ausdenkt. Löse dich von der Erscheinung, die du zu sein glaubst, ohne die vernichten oder loshaben zu wollen. Es ist, ich unterhalte mich nur mit dem, der immer ist. Und das ist jetzt mit Sicherheit nicht irgendein Charakter, irgendeine Figur, die du dir ausdenkst. Auch nicht die, die du jetzt zur Zeit im Moment zu sein glaubst. Die Sache über die erste Ableitung von dem Herz nochmal Unendlichkeitsrechnung. Infinitesimalrechnung. Wo dann durch Null geteilt wird. Ja, und dann wird es gegen aha, pass auf. Zähler nennen gleich Null. Dann wird es gegen Null laufen. Pass auf. Gibt unendlich große Zahlen. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Lieber Brot, wir haben da hinten noch so ein bisschen süßes Brot. Wir sind ja momentan gar nicht, ich will nicht so viel essen, Leute. Ich kann dann nur wieder reinfressen, ich tue mich zur Zeit sehr disziplinieren. Das ist einfach mal eine einfache Sache der Infinitesimalrechnung. Es geht um Flächen unter Kurven. Und denkt jetzt einmal gar nicht kompliziert. Das ist also hier das große Problem der Infinitesimalrechnung, habe ich ja gesagt, ist immer eine Teilung durch Null. Das weiß man, steht auch alles in Büchern drin, dass das nicht erlaubt ist und man macht es trotzdem. Und da sind so viele Sachen mit Renormierungen, also diese riesen Formenhaufen. Es ist jetzt schade, dass wir hier kein Internet haben. Ich würde euch gerne mal den Jungen, der den Casimir-Effekt ganz einfach beschreibt. Für jeden, wenn du das siehst, die Rezitiermaschine, und wenn du jetzt keine Ahnung hast von Physik, da sagst du vielleicht, boah, ist der gescheit. Das ist überhaupt nicht. Das ist eine reine Rezitiermaschine, der was rezitiert, was er nicht verstanden hat. Es stimmt immer. Du wendest vor allem dann hier den Lärmfaktor, wenn du all die ganzen Dinge mit rein, das Lärm ist ja schon... Die Lärmzahlen, das ist Hamilton-Operator, das ist all das, wenn du aufwächst mit Holofeeling, macht es einen komplett anderen Sinn, dann wird es rund in der Symbolik, das ganzheitlich gesehen, kosmisch, die große Ordnung. So wie der Physiker das lernt, die Vorstellung, wie bei Relativitätstheorie, ihr wisst, wie oft ich das gesagt habe, selbst die Sätze, wo jeder von euch, jeder meine ich jetzt die Geistesfunk oder der eine Geist, die Relativitätstheorie ist so kompliziert, die haben in der Welt sowieso bloß 4 oder 5 der besten Physiker verstanden. Selbst den Satz hat irgendwie, hast du schon mal gehört und zitierst und plapperst nach, obwohl das so einfacher Bibifax ist, die Relativitätstheorie, wenn sie verstanden ist. Die Schlacht, sie sagt schlichtweg und einfach aus, dass alles, was du dir denkst, hier und jetzt ist und dass du die Energie bist, die sich ständig in eine andere Form umwandelt. Die Relativitätstheorie ist in ihrer einfachsten Form. Es geht hier um die Ruheenergie, das ist E². Normalerweise ist ja mit Impulsanteil, aber dass letztendlich die Energie ist Gestalt geworden, das Licht mc². Die Energie ist Geist, Gestaltwerdung, Masse, Formwerdung ist M und das Licht, c² ist Licht, ist Gimmel. Das ist der dritte Buchstabe. Aber was jetzt wichtig ist, dass die Formel einfach sagt, und das kennt eigentlich jedes Kind, dass Energie kann in Materie umgewandelt werden und Materie wird wieder, wobei die Energie selber sich nicht verändert, die bleibt statisch, die gleiche Energie, sie wird nur ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Die Energie wird dabei nicht vernichtet. Jetzt setze für Energie Geist, und zwar einen träumenden Geist, der
immer der Leser des Buches, während er das Buch durchdenkt, kriegt permanent neue Formen, Informationen in seinen Kopf und bleibt von Anfang bis zu Ende derselbe Leser. Und es bewegt schon nichts. Und wie weit, wenn ich mich jetzt, pass auf, wenn ich mich jetzt in Bewegung setze und ich gehe einen Gedankengang, wie weit bewege ich mich eigentlich, wenn ich in den Gedanken mit dem Auto von Zürich nach Enningen fahre? Von wo nach wo? Von dem ausgedachten Zürich zu den ausgedachten Ellingen, und das ausgedachte Zürich ist hier und das ausgedachte Ellingen ist hier. Wo ist jetzt das Ellingen, das du dir jetzt ausdenkst? Ja, ist es hier und jetzt in deinem Kopf, du denkst es dir aus. Nicht geschwind, gell? Wenn du ein Glücklicher bist, dann denkst du dir jetzt, du bist in Ellingen, du bist einer, der da ist. Und wenn du ein Depp bist, dann denkst du dir, das sind irgendwelche andere, das war in der Vergangenheit, das ist ja schon längst vorbei.